Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch Rennhandschuhe und Polizeigürtel und so weiter auf die Outfits drauf merchen könnt, die ihr euch online holt. Und ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes. Ebenso müsst ihr dann halt noch einen Rennanzug kaufen. Je nachdem, wenn ihr jetzt die blauen Rennhandschuhe haben wollt, dann müsst ihr euch den blauen Rennanzug kaufen. Und den gewünschten Rennanzug, den müsst ihr euch dann auch entweder auf den ersten oder auf dem letzten Slot abspeichern. Das ist auch wirklich ganz wichtig. Und dann müsst ihr auf jeden Fall euch noch einen Job markieren. Den Job werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn ihr dann eigentlich soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, am PC angekommen, dann öffnen wir einmal den Save Editor. Starten den einmal auf Open File. Ja, öffnen dann das Save Game entweder für den männlichen oder für den weiblichen Charakter, je nachdem, was für einen GTA Online Charakter wir haben. Dann gehen wir unten rechts auf der schwarzes T-Shirt in den Actor Editor rein. Und dort seht ihr jetzt Shortlist 1 bis Shortlist Actor 10 und dort könnt ihr euch 10 Outfits erstellen. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel die Rennhandschuhe merchen wollt, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass dann die Kategorie Skin und Hands, dass Skin und Hands dann leer ist. Das heißt, es darf nichts drin sein. Das muss auf jeden Fall ein unsichtbarer Slot sein. Das ist wirklich ganz wichtig. Wenn ihr euch jetzt den Polizeigürtel merchen wollt, dann muss zum Beispiel Torso 1 dann unsichtbar sein. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich in meinem Fall will mir die Handschuhe merchen, deswegen mache ich einfach Skins und Hands einfach unsichtbar. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr einfach oben rechts dann auf das X drauf. Auf Save File. Dann starten wir einmal Save Wizard. Gehen dann rechtsklick auf den Advanced Mode. Warten wir bis es geladen ist. Rechts Import File. Dann einmal das Save Game auswählen. Auf Apply. Dann drücken wir auf OK. Können wir Save Wizard schließen. So sind wir dann an PlayStation angekommen. Gehen wir einmal in die Einstellung. Dann gehen wir in die Verwaltung der Voranwendung gespeicherten Daten. Gespeicherte Daten im Systemspeicher. Und dann löschen wir jetzt einmal den Autosave raus. Von dort aus gehen wir dann gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät in Systemspeicher kopieren. Und dort kopieren wir jetzt diesen Spielstand, den wir uns gerade auf den USB-Stick kopiert haben, auf unsere PlayStation drauf. Und ja, dann können wir ganz einfach GTA starten. Sind wir dann im Story-Modus angekommen, werdet ihr merken, dass wir mit Franklin kurz gefreezed sind. Auf jeden Fall perfekt. Nach einigen Sekunden sollten wir dann im Haus bauen. Dann gehen wir einfach nur auf Options, auf Online und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Dann sind wir in der Lobby angekommen, drücken einfach auf Rechtsklick und gehen dann einmal in die Franklin-Meldung rein. So, sind wir dann im Story-Modus angekommen, werdet ihr mit Michael spawnen. Ihr werdet dann einen Anruf bekommen von Lester. Sobald Michael anfängt zu reden, einfach auf Options drücken. Einen Moment warten, auf Options drücken. So, dann gehen wir von dort aus dann in den Editor rein. Vom Editor dann ganz einfach in den Regisseur-Modus. Und ja, jetzt brauchen wir einfach nur noch auf die Favoriten zu gehen und dort seht ihr dann die 10 Outfits von dem Save Game. Ich werde mir jetzt einfach das erste Outfit online holen. Einfach das Outfit dann mit X bestätigen, das gewünschte Outfit. Und ja, jetzt hier in diesem Regisseur-Modus müssen wir einfach so 5 bis 10 Sekunden einfach rumlaufen. Nach den 5 bis 10 Sekunden gehen wir einfach ins Interaktionsmenü und von dort aus an den Regisseur-Modus beenden. Das Interaktionsmenü wird ein bisschen rumspacken. Macht euch da keine Sorgen. Und ja, jetzt zurück im Story-Modus, auch genau das gleiche. Auch 5 bis 10 Sekunden einfach in der Lobby ein bisschen rumlaufen. Und von dort aus starten wir dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und ja, wenn wir jetzt in der Lobby sind, seht ihr, dass wir mit dem Outfit gespawnt sind. Das ist auf jeden Fall perfekt.
Und jetzt will ich mir auf jeden Fall noch die Handschuhe merchen. Dafür starte ich einmal den Job. Den Job werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. So, sind wir dann angekommen im Job. Dann müssen wir einmal unseren Freund einladen. So ist der Freund dann beigetreten. Dann können wir auch ganz einfach den Job starten. Ihr müsst dann gespeicherte Outfits müsst ihr einstellen. Also das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Stellt es auf gespeicherte Outfits. Und dann müsst ihr jetzt einmal das Outfit wechseln. Ihr geht einmal links und rechts und ihr seht, die Handschuhe, die haben sich jetzt schon auf das Outfit gemerged. Und ja, jetzt in diesem Job angekommen, begeben wir uns einfach nur zum Apartment. Ihr müsst euch auf jeden Fall genau merken, wo euer Apartment ist. So, wir begeben uns einfach in ein Apartment rein. Einfach dann zum Kleiderschrank laufen und dort speichern wir dann ganz einfach das Outfit dann ab. Haben wir das gemacht, können wir dann ganz einfach den Job verlassen. So, jetzt in eurer Lobby angekommen, werdet ihr ohne Handschuhe spawnen, da ist aber kein Problem. Ihr geht nochmal auf Stil und wählt einfach nochmal das Outfit aus, was ihr euch gerade gespeichert habt und ihr seht, die Renthandschuhe haben sich jetzt gemerged. Und ich will mir jetzt auf jeden Fall noch die OG Duffelbag noch drauf machen von einem anderen Outfit von mir. Begebt euch dafür einfach zum Maskenladen, gewinnt eine entsprechende Höhe, einfach dann vom Moped runterspringen. Ihr müsst das Outfit schon anziehen, wo die Duffelbag drauf ist. Dann geht ihr einmal ins Interaktionsmenü und sucht euch schon mal das Outfit raus, wo die Duffelbag drauf soll, aber noch nicht bestätigen. Und zwar müssen wir genau jetzt bestätigen, wenn ihr den Fallschirm abwirft, einfach mit X bestätigen und ihr seht, die Duffelbag, die hat sich jetzt übertragen. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes schnappen wir uns nochmal eine MK2. Und nun müssen wir nochmal genau das gleiche machen. Und zwar müssen wir jetzt einmal dann Richtung Maskenladen fliegen, um dann jetzt die Duffelbag dann abzuspeichern. Einfach wieder eine gewünschte Höhe gewinnen, dann vom MK2 abspringen, den Fallschirm ziehen. Und nun ganz einfach Richtung Maskenladen fliegen. So, sobald ihr dann dagegen knallt, sofort dann Steuerkreuz nach rechts durchspammen. Dann werdet ihr ins Menü reingeladen, könnt das Outfit dann nochmal abspeichern. Dann nochmal ins Aktionsmenü, auf Stil, das Outfit nochmal auswählen. Und jetzt hat sich die Duffelbag auch übertragen. Und das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.